Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Api-Adi. So, jetzt wie versprochen, der verrückte Hund hat das Schneeschuhtier gebaut. Und es funktioniert, ich habe es probiert, ich werde euch das nachher zeigen. Machen wir mal Trockenschieben bei 20 Grad. Aber, weil viele gesagt haben, der Bügel haltet das nicht aus, ich werde das unten auf jeden Fall noch verstärken, da habe ich mir schon was hergerichtet, das muss ich bloß in die Rohre biegen und Muttern einschweißen, kommt aber noch was hin, also keine Sorge. Aber ansonsten, ich habe das ja schon mal probiert, weil ich habe ja das da drauf gemacht und habe mir gedacht, Leute, hole ich jetzt keine. Ja. Also der haltet das aus, hat innen noch nichts verbogen. Ich habe das Schild hier festgemacht. Das ist meine Seilwinde, die wo das Ganze rauf und runter bewegt. Das Schild ist auch, wie sagt man, federn gelagert. Ich zeige euch das kurz. Das heißt praktisch, das Schild federt nach und auch nach unten. Das kann unten hier zurückfedern, mindestens 7 cm, dass wenn jetzt da ein Schlag drauf kommen würde, hier, dass es hinten biegt. Also der Schlag geht dann auf jeden Fall nicht aufs Fahrgestell oder auf den Rahmen oder auf den Bügel, sondern das geht erst einmal auf die Federn. Also habe ich somit schon mal keine Sorge, dass jetzt da was kaputt geht. Aber das werden wir sehen. Aber es ist ja so, die Api fahren nur ich, der fährt keiner, der darf schon gar keiner fahren. Schnee räumen tue nur ich. Das ist ein Chef seine Aufgabe. Ich bin der Chef, also ich mache das. Habe ich also keine Sorgen, der Hof ist auch Bolzengrad, habe ich auch keine Sorgen. Aber dann werden wir das versuchen auf jeden Fall. Und ich zeige euch das jetzt schnell, dann nehme ich euch schnell mit. Ich habe die Elektrik noch nicht ganz fertig. Ich zeige euch das einmal kurz. Hier habe ich praktisch die Seilwinde drauf gemacht. Dann geht das Kabel da unten raus, geht momentan da so rüber. Da kann ich die Türe zumachen. So, geht so rüber. Dann habe ich hier praktisch rauf und runter. Und dann habe ich das Kabel momentan bloß da hingelegt mit der extra Batterie und habe die Batterie dann eingestellt, weil ich momentan gerade keine Zeit gehabt, das richtig zu machen. Aber ich werde externe Batterie nehmen und nicht an die Batterie anschließen vom AP, sondern ich werde es extern immer laden. Ich denke auch, dass das ewig haltet, weil ich weiß das von die Quadno, das hat ewig gehalten. So sieht das Ganze aus. Und ich werde auf jeden Fall, die Batterie extern lassen. Ich werde sie nicht anschließen, die Seilwinde nicht anschließen an die Fahrzeugbatterie, sondern ich lade die Batterie mit dem Batterieladegerät extra. Ja. Aber so schaut das Ganze aus. So habe ich mir das vorgestellt. Es kommt da unten noch eine Verstärkung hin. Das habe ich schon hergerichtet, das muss ich noch machen. Das kommt dann da hin, dass es nach unten nur zum Rahmen geht. Dann ist es noch mal ein bisschen abgeschützt. Für die, die wo klein gedacht haben, das haltet das nie aus. Den Scheiß, was der Harry da macht, das hebt das nie aus. Warten wir es ab, dann sehen wir es. Wenn wir Schnee räumen, wenn der erste Schnee flackt, dann seid ihr natürlich dabei, ist eh klar. Aber jetzt machen wir mal Trockenschieben und da seid ihr auch dabei. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht, das Trockenschieben. Ich mache jetzt übrigens mal kurz das so. Wie weit muss man zurück, dass wir was sehen? Das Ganze wieder hochlassen, das zeige ich schnell. Wir haben, glaube ich, eine andere Einstellung. Da sieht man jemand. Da schau in der Tür. Da in der Tür. In der Tür sehen wir. Immer
so raus. Das ist scheiße laut, gell? Das übertragt sich auf Kabine, also da wäre wahrscheinlich Gehörschutz aufsetzen müssen, wenn ich da räume. Weil die Seilwinde, die ist ein bisschen innen, das hört sich schon krass an. Oder vielleicht ein Gummilagern. Was meint ihr dazu? Was könnte man da machen, dass die leiser wird innen? Weil das übertragt sich natürlich durch das Brett. Durch das Brett und das Ganze voll auf die Kabine. Also schlimm ist gar nicht. Das hört sich außen schlimmer an wie innen. Also. So sieht meine Konstruktion des AP-Schneeräumers aus. So sieht sie aus. Und dann sind wir natürlich gespannt. Ich hoffe, es schneit ja nicht, weil das ist ja bloß mit Arbeit verbunden. Aber natürlich freue ich mich, wenn es schneit, dass ich mal Schnee räumen kann. Einmal das langt dann, bloß zum Probieren. Das filme ich natürlich dann sofort. Für die gedacht haben, das hält es nicht aus. Aber das schaut, ich bin ja gespannt. Ich mache natürlich nur Winterreifen auf, ich mache nur Schneeketten auf. Aber ich bin gespannt, ob es überhaupt funktioniert. Ich weiß, es war halt so eine Schnapsidee von mir. Gehirnfurz nennt man es vielleicht auch bei uns. Oder ja, Schnapsidee, Gehirnfurz. Und schauen wir mal, was passiert. Ob ich nicht doch mit der Hand räumen muss. Keine Ahnung. Aber das war es zum Thema Schneeräumer mit der Ape. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wäre toll, wenn ihr mich abonnieren würdet. Die Glocke vielleicht aktivieren. Dass ihr kein Video von mir verpasst, weil es kommen bestimmt noch viele andere tolle Themen von mir. Und dann seid ihr, dann verpasst ihr auch nichts. Sonst sehen wir uns im nächsten Video. Ihr bleibt gesund, ich mache das auch. Bleibt so, wie ihr seid, freut euch an der Arbeit, das mache ich auch. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht es gut, bye bye und ciao.